Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freut mich total. Ich bin gerade zurückgekommen mit den Hunden, es ist jetzt 21:15 Uhr, Montag. Ich habe schon zig Telefongespräche geführt und gehe schon etwas gestresst in die Woche, leider. Ja, egal, also das ist egal, wollt ihr gar nicht wissen, das ist jetzt irgendwie zu kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall habe ich heute vor, das Zimmer von Isabel jetzt endlich mal voranzubringen. Und zwar wollen wir den Schreibtisch, das ist für ein Video dann bei der Isabel, mehr darf ich noch gar nicht verraten, sie hat einen neuen Schreibtisch bekommen und wir wollen jetzt den so richtig schön machen und auch die außenrum. Also vielleicht schaffen wir es sogar, die Wand zu streichen und ich muss einiges bei Amazon bestellen. Ich habe auch schon so ein paar Ideen und ich bin super gespannt, wie ihr das gefallen wird. Sie weiß es nämlich noch nicht. Also sie hat jetzt mit ihren Sachen das halt so ein bisschen, wie sagt man denn dazu, Stifteköcher oder so. Das hat sie alles jetzt schon so ein bisschen hingestellt, aber sie hat halt so eine ganz bestimmte Vorstellung und ja, und wir wollen ihr auf jeden Fall eine Freude machen und ich möchte es jetzt heute alles bestellen und ich hoffe, dass es dann ganz schnell kommt, damit wir das fürs Wochenende dann schon drehen können und ihr drüben auf Kleine Familienwelt dann auch seht, wie wir diesen ganzen Schreibtischbereich neu gestaltet haben. Die Isi kommt ja in die 5. Klasse und ich finde, ja, da muss das dann schon passen. So, vorher muss ich jetzt hier erstmal aufräumen. In den Ferien ist es immer super, super, super chaotisch. Wir haben ja immer noch eine Woche Pfingstferien und weil ich jetzt morgen den ganzen Tag nicht da bin, da habe ich was vor, muss ich jetzt echt gucken, dass ich hier alles auf Vordermann kriege, weil ich hasse es, wenn das so eine Unordnung ist. Und heute Nachmittag kommt noch eine Nachbarin rüber und guckt die Klamotten durch. Die habe ich auch schon im Sale. Meine Me and I Klamotten, da erzähle ich euch irgendwann anders nochmal was drüber. Ja, und das steht jetzt eigentlich an. Und ja, guckt mal, das ist natürlich bei uns leider, leider, leider. Räumt da nicht jeder seine Sachen weg. Und wenn ich nämlich dann nicht da bin, dann nutzen die das immer schamlos aus und stellen das einfach mal hier hin. Weil hätte man den Geschirrspüler aufgemacht, dann hätte man ihn ausräumen müssen. Und das ist bei uns immer irgendwie meine Aufgabe. Keine Ahnung. Also freiwillig macht das auf jeden Fall sonst keiner. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie das bei euch ist. Würde mich echt interessieren. Morgen fahre ich nach Bergkirchen. Das ist da bei Dachau, glaube ich. Bin gar nicht sicher. Weil ich habe da eingekauft, online in einer Boutique. Sego Fashion, meine ich, heißt es. Und die haben richtig, richtig schöne Sachen. Ist auch meine Jeans her und die passt so gut, seht ihr das? Nee, aber ja, auf jeden Fall passt sie mir so gut und auch ein paar schöne T-Shirts bestellt und so. Aber ja, ein paar Sachen passen eben auch nicht. Und jetzt habe ich ja die Rücksende, wie sagt man denn, den Zeitraum überschritten und dann dachte ich mir schon, oh nee, weil da ist auch eine Jeans dabei und die sitzt halt so gar nicht. Ich finde halt ein T-Shirt, da kann man immer noch mal sagen, ja okay, gut, komm, dann schicke ich es halt nicht zurück, aber die Jeans, die kann ich nicht anziehen, also die passt einfach überhaupt nicht. Und jetzt habe ich dann angerufen und dann waren die total nett und haben gesagt, dass ich es entweder doch noch zurückschicken kann. Ich habe von selber auch gesagt, also mir reicht die Gutschrift. Ich meine, wenn ich das versäume, diese Frist, ist es ja mein Problem. Na, oder ich komme eben vorbei, weil es ist nicht so weit. Und dann waren die so nett, dass ich mir gedacht habe, da fahre ich jetzt morgen gleich mal vorbei, da mache ich jetzt mal einen Ausflug hin. Ne? Mutti macht einen Ausflug, so. Da freue ich mich jetzt eben schon. Und deswegen möchte ich halt gucken, dass ich jetzt heute so den Haushalt wieder zack auf Vordermann habe, damit, ja, ich mag das immer nicht, wenn ich dann wegfahre und zurückkomme und alles liegen geblieben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich mache da immer lieber meine Sachen und dann passt es. Man hat ja schon genug Ecken, die dann auch noch anstehen. So, und das lege ich jetzt hier eben gerade noch die Wäsche zusammen. Die andere Wäsche schleudert gerade nochmal. Ja, also nichts Spannendes im Moment, deswegen melde ich mich später wieder. Schaut mal, jetzt ist doch gerade noch was passiert und zwar hat es gerade geklingelt und die Post war da und ich warte da schon so lang drauf. Ich mache das mal schnell auf mit euch. Moment. Ich weiß schon, was da drin ist, weil es steht nämlich auch schon drauf. Seht ihr das? Und ich bin super gespannt.
freue ich mich jetzt total. Ja! Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Und zwar darf ich dieses Teil testen, ich sag mal aus der Weltraumforschung. Und zwar ist das von Silken Beauty Technology und es ist das FaceTime Ritual Faltenreduktion und Hautstraffung. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich zeige es euch schon mal hier, weil ich packe es jetzt nicht weiter aus, sonst bleibt mir der Rest wieder liegen. So, da sind so verschiedene Sachen drin und ja, das muss man auf jeden Fall, ich kann das 10 Wochen testen. Oh mein Gott, und ich bin schon gespannt, ob man dann irgendwie eine Verbesserung sieht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Oh, das freut mich jetzt total. Ehrlich, das freut mich so. Ich hab's. Ich mach's später nochmal auf, aber jetzt erstmal hier die Wäsche. Ich bin voll happy gerade. So, ihr Lieben, ich habe mir jetzt mal meinen Pony andersrum gekämmt. Manchmal sitzen meine Haare einfach irgendwie nicht so gut. Kennt ihr das so? Bad Hair Day. Und dann hilft es manchmal, ich bin mir jetzt nicht sicher heute, wenn ich mir das Pony auf die andere Seite kämme. Das geht aber nur, wenn die gut gefärbt sind und meine grauen Haare hier nicht alle schon durchkommen. Ja, egal. Ich lasse es jetzt mal so andersrum. Hat es mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Also, wir haben jetzt schon Mittag gegessen. Allerdings völlig unspektakulär. Bei uns gab es halt nur Reste. Echt, ich habe überhaupt nichts im Kühlschrank gehabt. Ich muss erst einkaufen gehen und die Ferien und überhaupt die Zeit, wo nicht die Struktur ist, die sonst da ist, die machen mich immer total fertig. Also gab es heute Nudeln mit Bratensoße. Die Bratensoße hatten wir noch von gestern. Und Apfelmus mit Zucker und Zimt. Und ich gucke dann, dass wir heute Abend vielleicht, keine Ahnung, kaufe ich dann noch Semmeln. Normal gibt es Brot. Und ja, vielleicht noch irgendwie einen leckeren Salat dazu oder so. Also das Mittag war jetzt nicht zeigenswert. Ja, und jetzt, ich habe es euch ja schon erzählt. Und auf Instagram habe ich es manchmal erwähnt, dass ich bei Me and I auch arbeite. Oder für Me and I. Das sind schwedische Klamotten. Ich habe das auch ganz oft an. Also auch das Oberteil jetzt zum Beispiel ist von Me and I. Normalerweise sind das so Homepartys. Oder viele Kunden bestellen einfach auch so, wenn ich auf Facebook was zeige. Das mache ich manchmal. Habe ich nur so Phasen. Manchmal habe ich mehr Lust, manchmal weniger auf Facebook aktiv zu sein. Ist sicherlich nicht gut, man müsste das regelmäßig machen, aber für mich ist es mir ein Eier auch nur so, ja, einfach mal eine Abwechslung. Normalerweise gehen wir ja raus zu den Leuten und da ist dann so eine Homeparty und es macht total Spaß und so. Weil ich bin ja so viel am Computer und im Internet, dass mir halt manchmal schon die richtigen Gespräche natürlich fehlen. Aber jetzt mit Corona ging das ja nicht und also auch Online-Partys praktisch haben wir jetzt gemacht und ja, da habe ich mich so ein bisschen so zurückgehalten, weil ich wollte einfach nicht noch mehr Zeit einfach am Computer, am Handy und so weiter verbringen. Ja, jetzt ist es aber so, bei mir in Al geht der Sale los. Also auf der Webseite gibt es auch 30% auf fast alle Teile. Und ich darf meine Musterkollektion verkaufen, seit heute praktisch. Und ich verkaufe die minus 40%. Aber weil ich ja viele Teile auch für mich selber behalte, sortiere ich jetzt an den zwei Ständern praktisch, was ich behalte und was dann weg kann. Weil später um 15 Uhr kommt jetzt schon mal jemand zum Shoppen und online haben schon viele sich was reserviert. Und ja, und jetzt tue ich eben meine Sachen auf die Seite. Dann kann ich euch das auch mal zeigen, was ich behalte und was weggeht, wenn es euch interessiert. Ja, das fange ich aber erstmal an. Jetzt überlege ich gerade, was ich auf welchen Ständer drauf mache. Ich glaube, das, was ich behalte, tue ich auf den Ständer. Ach, ist egal, ich fange jetzt einfach mal an. Nee, ich mache das jetzt so, das, was ich nicht behalte, kommt auf den Ständer. Behalte ich. Natürlich auch nicht alles in jeder Größe, deswegen ja, ich hänge das jetzt einfach mal hin und sortiere das dann noch ein bisschen. Ja, aber mich würde mal total interessieren, wer von euch Me and I kennt und ob ihr da Lust habt, dass ich euch da mal mehr drüber erzähle.
guck mal, voll süß, oder? So eine Babyhose. Passend Body dazu. Guck mal die Waschbären an. Ich finde die total goldig. Ja, jetzt habe ich alles sortiert. Jetzt war gerade auch schon meine Nachbarin da und hat sich was ausgesucht. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich behalte und was praktisch in meinen Privatsale sozusagen geht. Und vorher schneide ich euch hier jetzt noch meine Insta-Story rein, die ich jetzt gerade noch gemacht habe, weil ich mich einfach so geärgert habe über dieses Roblox-Spiel und diese Kinder, die da drin praktisch anderen Kindern die Sachen wegnehmen, ja, und guckt euch das mal an. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Auch ob euch das schon mal passiert ist, ob euren Kindern das schon mal passiert ist. Ja, ob das ein Grund jetzt wäre, dass ihr sagt, die dürfen das nicht mehr spielen oder so. Also ich bin immer noch echt so, so, so verärgert. Ja, das schneide ich euch jetzt mal hier zwischen rein. Bin gespannt, was ihr sagt. So Leute, ich stehe hier im Büro und ich muss jetzt einfach mal was loswerden, weil ich bin so, so sauer. Und zwar die Isabel, wir haben jetzt gerade Mittagspause gemacht. Ich bin hier im Büro ein bisschen am Arbeiten und Isabel spielt so gerne Roblox. Das darf sie auch tun. Und ich kann mich so aufregen gerade, weil ich finde das so, so, so gemein, dass es immer, immer wieder Kinder gibt, Mädchen gibt, die scammen. Also die praktisch der Isabel oder auch anderen Kindern ihr beim Traden, also da tauscht man praktisch Trust Trade, ihre Pets oder ihre Sachen praktisch wegnehmen und einfach weggehen und die bescheißen mal auf Grund Deutsch. Und das regt mich total auf. Ich finde das so gemein. Da geht es gar nicht drum, ob das jetzt 1 oder 2 Euro gekostet hat. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade so aufgebracht. Es geht drum, was sind das für Kinder? Also ich meine, so, also nochmal, ich würde mich echt schämen. Ich weiß, hier schauen auch viele Kinder zu und ihr könnt das ruhig auch weiter sagen. Ich würde mich echt schämen, wenn ich es nötig hätte, anderen Kindern was wegzunehmen und mich dann noch zu freuen, ja? Also, der Isabel ist es jetzt, glaube ich, schon zum 3. Mal passiert. Natürlich habe ich ihr gesagt, mach's nicht, gib es nicht her, warte erst, bis du es hast oder so. Und sie fragt immer, gell, aber das ist schon alles in Ordnung so, weil sie echt so eine Gute ist. Und die Leute da draußen sind einfach so gemein. Ja, so, das musste ich jetzt einfach loswerden und jetzt ist auch wieder gut. Mir tut das Kind einfach immer so leid. Ich meine, ihr kennt das ja. Natürlich tut einem seinem Kind immer total leid bei sowas, ja. Naja. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da los ist mit den Leuten. Also ich weiß, dass die Isabel das nicht machen würde und ich finde es traurig. Aber gut, was soll's. So, jetzt zeige ich euch mal die Sachen, die besprochen. Also das ist jetzt hier, das sind die ganzen Teile, die meine Musterkollektion sind, die ich verkaufe jetzt für -40%. Das dürfen wir immer am Ende von der Saison. Und hier drüben habe ich die Teile aufgehängt, die ich behalte, die man aber bei mir jetzt trotzdem noch bestellen kann. Also das Kleid kennt ihr schon, das hatte ich schon an. Den Pulli hatte ich schon an, auch das hatte ich schon an. Hier meine Lieblingshose im Moment. Ja, genau. Und das ist der Jumpsuit von der Isabel. Den haben wir jetzt gleich nochmal eine Nummer größer genommen, weil der war schon so, so ausverkauft. Das ist Isabels T-Shirt. Genau. So, jetzt muss noch ein bisschen Büroarbeit erledigen und telefonieren und dann würde ich mich einfach später nochmal bei euch melden. Jetzt gerade passiert also nichts Aufregendes. Die Isabel ist spielen mit ihrer Freundin und ja. Ach übrigens, guck doch mal, was angekommen ist. Meine neue Handyhülle von ID Love Sweden. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert. Also die ist einfach so schick und ich stehe total auf diesen ich sag mal, Boho-Dschungel-Look oder so. Es gefällt mir total gut. Und dann habe ich mir noch diesen Magnethalter gegönnt. Das finde ich ja so praktisch. Guck, das klickt ihr einfach dahin. Dann könnt ihr das eben halten oder verschieben, wo es gerade braucht. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht so rumhauen. Aber so für den alltäglichen Gebrauch. Ich bin mega happy. Meine Hülle war so, so kaputt und gar nicht mehr schön, aber die kann ich wieder schön Insta-Story mit euch machen, ne? So.
So, weiter geht's. Ich habe jetzt noch ja, eine gute halbe Stunde bis zu meinem Telefongespräch. Und ich würde sagen, ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann zeige ich euch, was ich für das Zimmer bestellen möchte für die Isabel. Das, und bestelle das eben auch gleich, weil das liegt noch im Warenkorb. Da habe ich extra gewartet, bis ich euch das zeigen kann. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass ich irgendwie was super Wichtiges vergessen habe, was auf jeden Fall zu so einem, ja, Jugendschreibtisch oder Schülerschreibtisch gehört. Und sorry, wenn ich mir die ganze Zeit in den Haaren hier rumfasse, aber die Seite ist ungewohnt. Ja, egal. Also es ist jetzt so, wie es ist. Der Montag kommt mir ein bisschen komisch heute vor. Aber also jetzt mache ich Kaffee und dann bestellen wir die Sachen für Isabel, okay? So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich sitze jetzt am Schreibtisch und jetzt wollte ich euch den Warenkorb eben noch kurz zeigen. Ich glaube, dass ich da mein Handy vielleicht mal benutze und euch zeige, was, ja, also was ich einfach denke, dass wir auf jeden Fall brauchen. Moment. Oh, manchmal ist mir das alles echt irgendwie zu kompliziert. Moment, ich muss mich konzentrieren. Genau. Guck mal. Also jetzt mache ich das so, ich habe hier das Handy und dann könnt ihr mich hier aber trotzdem sehen. Also das ist was, was sie sich selber gerne bestellen möchte. Weiß ich jetzt nicht, welches. Wir haben die Lichterkette, die müssen wir noch mitbestellen aus unserem letzten Video, wo wir auf den Rücken gemalt haben. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Dann haben wir hier mal so ein Bilderset rausgesucht. Die Kamera muss auch noch mit. Dann sowas findet sie total gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Habt ihr sowas vielleicht? Und erzählt doch mal drüber. Ein Papierkorb. Unbedingt ein Bücherständer. Das fehlt uns schon ständig. Und so eine Schreibunterlage. Und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, soll ich so eine nehmen oder soll ich so eine? Es gibt ja auch so süße, ne, wo man was reinschreiben kann. Wisst ihr, was ich meine? Da könnt ihr mir vielleicht auch nochmal helfen und in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. So eine, die man halt abwaschen kann, die da immer liegt und sehr dünn ist. Oder diese blockartigen, wo man dann halt zum Beispiel Notizen und sowas drauf machen kann. Eine Lampe unbedingt braucht sie auch, eine neue. Ja, genau. Das sind jetzt mal so die Sachen, die mir eingefallen sind und ich wäre euch super dankbar, wenn ihr vielleicht noch Ideen habt, was in diese ganze Schreibtischeckengestaltung unbedingt noch mit rein sollte, was ich vielleicht vergessen habe oder was ihr richtig cool finden würdet, wo ich die Isabel vielleicht auch noch ein bisschen überraschen kann damit. Schreibt es doch auf jeden Fall in die Kommentare, das wäre echt prima. Da brauche ich manchmal einfach ein bisschen Hilfe. Ja. Ansonsten bestelle ich das jetzt mal direkt, damit das auch kommt. Und das andere kann ich ja danach bestellen. Wir haben sowieso Prime, da muss ich ja nicht nochmal extra was zahlen. Ich bin super gespannt, was ihr dann vorschlagt. So, ich habe jetzt alles bestellt. Ich bin super gespannt, wie das dann alles ausschaut. Ich bin auch wirklich gespannt, ob ihr noch Ideen habt. Und ja, da ist man ja gleich mal 200 Euro los, ne? Da war jetzt die Kamera auch noch dabei, aber das war ja der Deal bei unserer letzten Challenge. Deswegen... Okay. Hallo ihr Lieben und guten Morgen. Ja, also, ich habe was anderes an. Ich sage guten Morgen. Ihr seht schon, ich habe es gestern nicht mehr geschafft, den Vlog zu Ende zu drehen. Das war einfach, ich war einkaufen. Das hat schon super lange gedauert. Und dann war hier großes Tohuwabohu. Wenn alle zu Hause sind und alle Hunger haben, dann ist keine Zeit mehr, die Lebensmittel zu zeigen. Deswegen habe ich euch jetzt gerade noch heute mit in den Tag rübergenommen. Ich fahre jetzt nach, da habe ich ja schon erzählt, ich fahre jetzt nach Nähe von Dachau in den Sego Store und tausche was um und guck mal, ob ich dann dafür was Neues finde gleich für das Geld. Dann habe ich ja die Sachen für Isabels Zimmer gestern bei Amazon bestellt. Die kommen tatsächlich schon alle morgen. Das heißt, dass wir am Donnerstag, ist bei uns hier Feiertag. Ich weiß nicht, bei euch auch. Schreibt es mal in die Kommentare. Da können wir dann schon komplett anfangen, die Schreibtischecke eben neu zu gestalten. Jetzt bin ich halt schon so weit. Es ist auch total doof. Ich habe einen Probeanstrich mal gemacht. Und er ist so hässlich. Das ist so ein hässliches Grün. Und haben jetzt einfach einen Kalender davor gehängt. Super professionell. Und das habe ich schon echt überlegt, ob ich auch noch Farbe besorge und ob wir nicht diese eine Wand streichen. Dann machen wir halt am Donnerstag mal so Schreibtischecken-Makeover. Also ich bin jetzt echt so kurz davor. Ich streiche jetzt nicht so super gerne, aber eine oder zwei Wände, wenn die Farbe schon passt entsprechend, würde ich jetzt schon gerne noch machen. Sonst ist das wieder so ein, ja, so nichts Halbes und nichts Ganzes. Wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall, ich fahre jetzt los.
und halt euch auf dem Laufenden dann, wie es mit dem Zimmer weitergeht. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis nächstes Mal. Ah, und vergesst nicht, auch meinen Kanal auf Instagram zu abonnieren. Würde mich total freuen. Und natürlich auch hier, ich habe einen Putzlappen in der Hand. Super. Und auch hier mir einen Daumen nach oben zu schenken, wenn euch das Video gefallen hat oder mein Blog. Und meinen Kanal zu abonnieren. Vielleicht sagt ihr es auch weiter. Es gibt ja vielleicht ein paar Mamas, die es auch interessiert. Ein paar Kiddies, die noch zuschauen wollen. Vielleicht wollt ihr auch mit der ganzen Familie zuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall. Tschüss.